Pflegekräfte exposed. Informant lässt Skandalstreamerin auffliegen. Der YouTuber Kevin, nicht Alpha Kevin, nur normaler Kevin, hat sich diesem wichtigen Thema ja angenommen, dass in TikTok-Streams Pflegekräfte auch ihre Patienten liegen. Das ist ein Problem, vor allem weil Pflegekräfte bei uns extrem schlecht bezahlt werden, einen extrem harten Job machen. Aber man muss auch auf sowas hinweisen. Das ist einfach so. Wenn sie sich daneben benehmen und das, was da in diesen TikTok-Streams lief, geht gar nicht, muss man das auch ansprechen, unabhängig davon, dass der Job einfach extrem hart ist. Eine meiner besten Freundinnen war Krankenschwester. Sie hat den Job aufgehört, weil sie es nicht mehr konnte. Pflegekraft, auch bei Demenzpatienten. Das muss man vorweg sagen. Also nicht, dass es hier zum allgemeinen Bashing von Pflegekräften geht. Die verdienen unseren Respekt und dazu gehört mehr, als auf dem Balkon sich zu stellen und wie so ein Trottel zu klatschen. Davon kann niemand überleben, sondern wir müssen einfach zusehen, dass sie ordentlich bezahlt werden. Sonst will auch keiner diesen Job machen. Also ich will ihn nicht machen. Dafür ist der Job einfach zu hart und zu schlecht bezahlt. Wir schauen uns das Video aber an. Das ist bestimmt wichtig. Ey, leg dich nicht mit Krankenpflegern an. Das ist ja sick. Die halten alle zusammen. Jeder, der Daten verarbeitet, ist erstmal verantwortlich dafür, dass die Daten geschützt werden. Der Patient heißt... Was, ich kann euch ja mitnehmen, dann könnt ihr dazu einfach. Boah, das wird jetzt so ein richtiges Detektivvideo oder was? Jetzt ist hier richtig so Detektiv-Vibes. Ja gut, die Konsequenzen werden auf jeden Fall in irgendeiner Form in arbeitsrechtlicher Natur sein. Sind wir bei Polizei oder was? In eine Behandlung, Digga. Das geht gar nicht. Okay. Okay, dieses Video wird wild, ich merke das schon. Schmeckt ein bisschen nach Exposed. Da hinten sieht man schon die Placements. Seid ihr bereit? Jo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, denn es gibt brandheiße neue Informationen zu eines meiner letzten Exposed-Fälle. Und ich würde sagen, relativ krasse Detektivarbeit seitens meiner Community. Also haltet euch fest und schnallt euch an, weil das, was da passiert ist, ey, das war wirklich wieder krass. Und bevor wir heute ins Video starten und die ganze Pflegebranche auf links drehen, geht nochmal ein ganz großes Dankeschön raus an die ganzen Reaction-Livestreamer. Denn durch eure Reactions bekommt das ganze Thema Livestreaming auf der Arbeit die Aufmerksamkeit, die es meiner Meinung nach auch verdient hat. Und da meine ich jetzt auch gar nicht so sehr mein Content und meine Videos, sondern eher die Tatsache, dass ihr durch eure Reactions Patienten schützt. Denn ihr habt ein... Das ist... Endlich mal werden wir Reaction-Streamer auch mal positiv erwähnt. Wir sind keine, die Content klauen, sondern wir ordnen ein und wir unterstützen Creator wie ihn zum Beispiel. So bekommen auch kleine Creator schnell große Reichweite und können wachsen, denn Qualität setzt sich ja am Ende durch. Eine viel größere Reichweite und dafür bin ich euch einfach sehr dankbar. War das jetzt ein bisschen zu viel geschleimt? Nein, das ist genau richtig. Das sollte man öfters machen, ja. Fühlt euch einfach geküsst. Durch das Veröffentlichen meiner Exposed-Videos und der damit verbundenen Reactions von euch haben wir es nicht nur diverse Male in die Presse geschafft, sondern unsere Videos werden auch an Pflegeschulen gezeigt. Und ich mag es, dass ein SM7B so extrem sauber ist. Kein Fitzelchen Staub. Und richtig clean. Kein Fingerabdruck. Nice. Um potenziell nächste Fälle vielleicht zu verhindern und so Patienten zu schützen. Ebenfalls geht nochmal ein ganz dickes Lob an meine Community raus, denn ich bekomme jeden Tag unzählige Nachrichten und Hinweise, die ja unter anderem auch zur Klärung aktueller... Leute, sehen Sie, boah, sieht echt extrem, ist es extrem sauber. Das fällt mir auf. ...Fälle beitragen. So wie auch diesmal. Denn vor einiger Zeit haben wir über diese Livestreamerin gesprochen, die live während ihres Dienstes nicht nur Patientendaten geleakt hat, sondern auch den Livestream mit in eine Behandlungssituation genommen hat. Ja, und dabei war sogar ein Kind betroffen. Da schauen wir jetzt nochmal rein. Der Patient heißt... Warte, ich kann euch ja mitnehmen, dann könnt ihr dazu einfach. Aber wenn ihr doch alle so ein Problem habt, könnt ihr doch alle gerne rausgehen. Ist doch gar kein Problem, oder? Sind wir bei Polizei oder was? Komm mal... Was ist denn mit dir los? Klar, aber kein ne? Warte mal, war das jetzt rechter Arm? Für mich als Pflegekraft ist es ohnehin unbegreiflich, wie man Patienten oder auch nur deren Stimmen in einem Livestream live auf einer chinesischen Plattform übertragen kann. Aber dass hier ein Kind betroffen war, das hat uns alle doch irgendwie nochmal besonders schockiert. Ja, und in... Krass. Petersilie, Dankeschön. 13. Monat.
Inzwischen wissen wir sogar, dass diese Aufnahmen in einer Kinderklinik entstanden sind. Alter. Ist wahrscheinlich ihren Job auch los. Woher und warum wir das jetzt wissen, dazu kommen wir gleich. Leider konnten wir die Streamerin zum damaligen Zeitpunkt noch nicht exposen, da die Informationen über ihren Arbeitgeber doch sehr rar waren. Aber ich habe ja die beste Detektiv-Community auf ganz YouTube. Und zwar euch. Digga, Kevin hat jetzt einfach, so der Pfleger Kevin, hat einfach überall in Deutschland so kleine Spionpfleger. Und in jedem Krankenhaus gibt es irgendwelche Leute, die seine Videos gucken und feiern und dann so was dazu sagen können. Ich muss mich mit Kevin gutstellen, wenn er so eine Pfleger-Community hat. Denn ich bin ja 42, das heißt, irgendwann lande ich auch in der Pflege. Dementsprechend, ich will mir das Neumann TLM 103. Ah, nee. Digga. An dieser Stelle bleibt mir nichts mehr hinzuzufügen, da Rezo recht hat, denn die entscheidenden Informationen, die kamen wieder aus der Community. Und das war wirklich wieder unfassbar. Dazu. Und ansonsten melde dich gerne bei mir, Kevin, in Bezug auf Recherche, Gesichtserkennung und sowas. Da bin ich, glaube ich, aktuell einer der Besseren. Kommen wir aber gleich. Außerdem werden wir in diesem Video mit einem Datenschützer sprechen, der das für uns alles nochmal rechtlich einordnet und uns ganz klar sagt, was dieses Vergehen eigentlich bedeutet. Außerdem hat mir die Streamerin bei Instagram mit einem Fake-Account eine Nachricht geschrieben, aus der hervorgeht, dass ihr der Hintern doch wohl auf Grundeis geht. Okay. Ja, natürlich wird das schlecht dargestellt, weil du Scheiße gebaut hast. Geht. Auch dazu gleich mehr. Und last but not least haben wir ganz sensible Insider-Informationen. Denn einer meiner sogenannten Pflegespione hat mir interne Nachrichten einer der größten Klinikverbände hier aus Nordrhein-Westfalen zugespielt, wo es auch um meine Exposed-Videos geht. Das ist wirklich unfassbar. Bei vielen großen Kliniken ist scheinbar Panik ausgebrochen, denn die kennen meine Exposed-Videos. Bei denen schlägt es wohl kurz vor 12. Und damit das ist aber auch richtig so, dass das Druck erzeugt. Wenn diese Kliniken wirklich wissen, wann es 12 schlägt, kann ich die... Mr. Interesse, gerne donaten. Dann hole ich das. ...die Uhren von Holzkern empfehlen, dem Partner des heutigen Videos. Wie ihr sicherlich alle schon mitbekommen habt, trage ich total gerne Schmuck. Sprich Halsketten, Armbänder oder auch Uhren. Ach, das ist das Placement, was hier gerade Generalstaatsanwalt erwähnt hat. Warum habe ich das nicht? Ich muss mich damit begnügen, dass ich einen YouTube-Unterbrecher mache, damit die Leute den Kanal auch abonnieren. Halt, kurze Unterbrechung. Du hast bis hierhin geschaut, das heißt, dir gefällt, was du siehst. Dann kannst du den Kanal auch abonnieren. Über 70% haben den Kanal nicht abonniert, die diese Videos schauen. Also, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und wenn du dabei bist, lass noch ein Like da und kommentier was Schönes. Und weiter geht's mit dem Video. So schaut's aus. Ich kann es nicht mehr. Ich muss neue Unterbrecher aufnehmen. Ich muss ganz viele unterschiedliche aufnehmen. Ja, Holzkern ist bestimmt nice. Und mit dem Rabattcode hoch wird das schon cool. So, aber ich swipe nach vorne. Steht bei ihm in der Videobeschreibung. Ich verlinke eh das Video. Also wenn ihr bei Holzkern was kaufen wollt, dann gerne mit Kevin ITS. Ja. Streamer. Nach meinem letzten Exposed-Video gab es wieder eine Reihe an neuen Informationen für mich. Nicht nur in der Kommentarspalte hier bei YouTube, sondern auch bei Instagram. Denn inzwischen hat sich unter euch so eine ganz eigene Detektiv-Bubble entwickelt, die mir ständig Fotos, Videos oder auch andere Beweise zuschicken. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich feiere euch dafür, denn die seriösen Pflegekräfte scheinen ja doch zusammenzuhalten. Bei meinem letzten... Als richtiger Hund, Doc Nomis. Ich bin nur wegen des Unterbrechers hier. Deshalb betätige ich die Glocke auch nicht.
Post-Video konnten wir diesen Fall hier nicht abschließend klären, weil wir nicht genau wussten, wo diese Streamerin gearbeitet hat. Das war besonders deshalb ärgerlich, weil ein Kind betroffen war, was mich wirklich sehr, sehr wütend gemacht hat. Doch ein Follower auf Instagram hat sich nach der Veröffentlichung meines Videos bei mir gemeldet und hat mir bei Instagram folgende Nachricht geschrieben. Hi Kevin, ich habe heute dein neuestes Exposed-Video gesehen und denke, ich erkenne die Krankenschwester aus dem Röntgen, die es nicht allzu ernst mit dem Datenschutz genommen hat. Meiner Auffassung nach ist das die Röntgenabteilung der Klinik Kinderklinik in. Ich denke, die Schwester heißt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher und stelle nochmal Nachforschung an. Aber der Briefumschlag im Hintergrund ist definitiv das Diakoneo-Logo. Allgemein sieht der Platz, von dem sie streamt, sehr stark nach dem Ort aus, wo unsere CDs eingelesen werden. Arbeite dort in der zentralen Notaufnahme. Mein Chef habe ich erst informiert, der möchte erstmal das persönliche Gespräch mit ihr suchen. Okay, Moment mal. Einer von euch. Stabil. Der Dako, dankeschön. Euch da draußen kennt die Schwester und arbeitet sogar im gleichen Krankenhaus in der zentralen Notaufnahme. So viel Glück muss man auch erstmal haben. Ja, und dann hat der kleine Pflegespion mir folgendes Angebot gemacht. Ich bin ab nächsten Montag wieder auf der Arbeit. Reicht dir das, wenn ich bis nächsten Montag, wenn ich dann wieder auf der Arbeit stehe, mal ein Bild von diesem Platz mache, wo ich vermute, dass sie gestreamt hat, wenn sie gerade nicht streamt? Und eine Woche später hat der Kollege mir folgende Bilder zukommen lassen, die ich sehr verdächtig fand und die ich irgendwo schon mal gesehen habe. Auf den Bildern ist genau der Arbeitsplatz zu erkennen, von denen aus die Streamerin. Ja, die Lücke ist natürlich spiegelverkehrt. Aber es ist exakt das, oder? Das liegt hier, genau, spiegelverkehrt. Ist exakt. Identisch. Hier ist natürlich das Licht an. Die verrenkten Bilder und sowas. Volltreffer, würde ich sagen. Teile ihres Dienstes livestreamte. Außerdem sind dem Informationsgeber Logos im Hintergrund des Livestreams aufgefallen, die sich zum Glück 1:1 mit meinen bereits vorhandenen Informationen decken. Last but not least konnte mir der Informant auch noch mitteilen, dass es sich bei der Klinik um eine Kinderklinik handelt. Was erklären würde, dass da ein Kind im Livestream zu hören war. Lange Rede, kurzer Sinn, wir können also zu 100% davon ausgehen, dass wir den Arbeitgeber damit gefunden haben. Unterdessen hat sich die Streamerin übrigens einen Fake-Account bei Instagram angelegt, worüber sie mir jetzt geschrieben hat. Sie schreibt nämlich folgendes. Hallo Kevin, ich habe dein YouTube-Video gesehen und bin wirklich geschockt gewesen, dass diese Outtakes von mir... Das hat er doch eben schon drin gehabt, oder? Hat er das doppelt aus Versehen reingecuttet? Wirklich im kompletten Paket deines Videos mich massivst schlecht dargestellt haben. Zuallererst möchte ich klipp und klar sagen, dass es falsch war, live zu gehen, aber ich möchte mich dazu trotzdem äußern. Wobei, er hat es vorhin gezeigt, aber nicht vorgelesen, okay. Oder erwähnen, dass ich nichts annähernd über einen Patienten preisgegeben habe, das den Patienten hätte dort schädigen können. Das Röntgen, was ich erwähnt hatte zu zeigen, hätte auf keinste Art und Weise den Patienten bei jemandem fündig gemacht. Als ich da einen Vornamen nannte, war das ganz bestimmt ein Meme-Name. Und Leute, was soll ich dazu sagen? Ich habe mehrfach angesprochen, dass es bei so Streams nicht ausschließlich um den Datenschutz, sondern auch um eine adäquate Versorgung der Patienten geht. Ich meine, du streamst live, währenddessen neben dir ein Junge geröntgt wird und dann gehst du wieder zum Livestream und der Junge, der muss das ja sogar mitbekommen haben. Also die Entschuldigung, die lasse ich auch einfach nicht durchgehen. Ja. Und da die gute Sarah, beziehungsweise laut meinem Informant nicht mehr so genau weiß, was ich meine, hier nochmal ein Ausschnitt. Setz dich mal auf den Hocker drauf. Das ist rechts, oder? Ja. Okay. Datenschutz, siehst du ja nichts, oder? Während du in der Behandlung des Kindes bist, sprichst du nebenbei noch mit dem Livestream. Das ist ein vertrauliches Wort, Paragraph 201 StGB. Livestream und weißt am Ende des Tages nicht mal mehr, ob das der rechte oder linke Arm war. Ich meine, ich bitte. Ich gehe übrigens davon aus, dass Solmig auch darauf reagieren wird. Und was mich viel mehr interessieren würde, Alexander Boos. Ob hier der Paragraph 201 StGB anzuwenden ist. Das wäre hochinteressant. Hochinteressant. Bitte dich, komm schon. Weiter schreibt sie aber. Meine Station weiß, dass ich des Öfteren live war und es ist bis jetzt auch im Generellen nichts passiert. Ist ja scheißegal, was deine Station weiß. Okay, und allein dieser erste Satz, der lässt mich schon fassungslos zurück, weil erstens gibst du zu, dass du mehr als nur einmal gestreamt hast und zweitens. Ja, einfach mal die ganze Station in die Pfanne gehauen. Sagst du sogar noch, dass deine Station Bescheid wusste. Das geht ja wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Ich habe ihr übrigens angeboten, dass sie sich in einem kurzen Interview meinen Vorwürfen stellt. Das wiederum wollte sie aber nicht. Ich möchte euch hier natürlich auch nicht vorenthalten, dass die Livestreamerin sich bei mir entschuldigt hat und gesagt hat, dass es ihr leid tut. Ich muss aber auch dabei sagen, dass ich von ihrem Unrechtsbewusstsein nicht so wirklich überzeugt bin, da sie ja mehr als nur ein einziges Mal live gegangen ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, diese Streamer bereuen es doch gar nicht gestreamt zu haben, sondern die bereuen es eher, erwischt zu werden.
erwischt worden zu sein. Ja. Und deshalb sehe ich die Entschuldigung als wertlos an und werde dagegen selbstverständlich auch vorgehen. Und schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Situation haltet, aber ich finde es nicht übertrieben, dagegen weiter vorzugehen. Und falls ihr euch erinnert, haben wir in meinem letzten Exposed-Video auch über diese Pflegekraft gesprochen, die damals aus einem Aufwachraum... Das ist natürlich wunderbar erkennbar mit diesem hässlichen Meerjungfrauen-Tattoo. ...heraus livestreamte und die wir aufgrund dessen exposen konnten. Aus einem Aufwachraum. Aus einem Aufwachraum, wo Leute in einer Situation, wo sie am maximalen ungeschützt sind. Wenn man aus einer Narkose aufwacht, redet man kompletten Scheißdreck. Als ich aus einer Narkose aufgewacht bin, konnte ich nach der Mandel-OP nicht reden. Ich habe aber, es lief irgendwie eine Kochshow. Und anhand der Sachen, die ich auf den Blog geschrieben habe, konnte ich später wissen, welcher Koch das war, den ich nicht leiden kann. Johann Lafer. Weil er dauernd auf Salat auch Creme Fraiche drauf macht. Und ich habe mich noch während des Aufwachens darüber aufgeregt und dauernd aufgeschrieben, was für ein Trottel, ekelhaft, versaut das Essen und so. Aber man weiß es nicht mehr, was man da von sich gibt. Allerdings hat sich der Arbeitgeber, die Hamburger Asklepios Kliniken, bis heute nicht bei mir gemeldet. Mhm. Und da ich es absolut... Das wird jetzt wahrscheinlich bald kommen. ...leid bin, dass man mich scheinbar immer noch nicht ernst nimmt, beziehungsweise meine Nachrichten ignoriert, wird der Ton in meinen E-Mails jetzt rauer. So, und damit ich weiß, wovon ich in meiner E-Mail spreche, beziehungsweise auch ein bisschen informierter in meinen zukünftigen E-Mails bin, habe ich mir für dieses Video professionelle Hilfe organisiert. Wir sprechen nämlich mit dem lieben Dennis. Er ist Datenschutzbeauftragter in einem Rettungsdienstunternehmen und freier Pflegedozent an einer Pflegeschule. Und was er von diesen Livestreams auf TikTok hält, das hat er uns mal persönlich erklärt. So, Dennis, du kennst meine Exposed-Videos und vor allen Dingen auch den letzten Fall. Wir haben den Arbeitgeber jetzt ausfindig gemacht. Einen Moment mal ganz kurz. Ist das ein Tisch von Rolf Benz? Ich glaube, ja. Dennis, du kennst meine Exposed-Videos und vor allen Dingen auch den letzten Fall. Wir haben den Arbeitgeber jetzt ausfindig gemacht. Wie muss dieser reagieren, wenn wir jetzt eine E-Mail schreiben, beziehungsweise was für Konsequenzen drohen auch der Streamerin? Ja gut, die Konsequenzen werden auf jeden Fall in irgendeiner Form in arbeitsrechtlicher Natur sein. Wie weit man da geht, das kann ich nicht beantworten, das entscheiden andere. Aber es kann massive Bußgelder geben durch die Datenschutzbehörden. Das Unternehmen ist verpflichtet, wenn Daten offengelegt wurden, das der Behörde zu melden. Und die Betroffenen zu informieren? Da gibt es auch eine Frist, das sind 72 Stunden, nachdem es bekannt wurde. Also gar nicht so viel, wenn wir so ein großes Unternehmen, also ich sag mal so eine Uniklinik oder so nehmen, da dauern Entscheidungen ja schon oft länger. Da sind 72 Stunden gar nicht mal so viel, wenn da noch ein Wochenende dazwischen liegt. Und der Landesdatenschutzbeauftragte hat ausgesprochen viele Möglichkeiten, also Mittel, um da einzuschreiten, die sind wesentlich mehr als die Staatsanwaltschaft. Der ist mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket ausgestattet, der krempelt eine Klinik innerhalb von wenigen Stunden richtig um. Reduziert sich die Zeit entsprechend. Okay, auch wenn die Klinik mir nicht antwortet, was ja auch das ein oder andere Mal vorkam, sind die verpflichtet. Week 81, danke. Das mit der Datenschutzbehörde durchaus zu klären. Ja. Wenn das Unternehmen, also das Krankenhaus, nach Prüfung der Meinung ist, dass hier ein datenschutzrechtlicher Verstoß vorliegen könnte, müssen sie das selbst der Datenschutzaufsicht melden. Jetzt das wäre jetzt mal ganz interessant, wenn Kevin sich da auch mal bei mir meldet. Ich mache mal eine Presseanfrage, auch den Datenschutzbeauftragten. So ein richtig schönes Presseanfragenpaket. Das wäre was für Yahoo. Nehmen wir mal an, dieser Fall geht seinen geordneten Gang. Über welche Bußgelder reden wir hier? Es gab verschiedenste Fälle. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil das nicht so veröffentlicht wird. Aber zum Beispiel in einem Altenheim hat eine Besucherliste aus Corona-Zeiten am Eingang gelegen. Also da geht es wirklich nur um Name und Vorname von einem Besucher, nicht von einem Patienten. Die mussten 9.500 Euro Strafe bezahlen. Und jetzt stell dir das mal vor, mit so einem Stream. Die ist ihren Job sowas von los. Vor allem ist sie dafür haftbar. Zahlen plus mögliche Schadensersatzforderungen der Betroffenen. Also auch die können quasi zivilrechtlich vorgehen. Aber auch dann geht die volle datenschutzrechtliche Verantwortung
auf den Streamer über. Okay, abschließende Frage. Ich glaube, du kennst mich. Ich würde diese Pflegekräfte am liebsten ganz von der Bildfläche verschwinden lassen. Das heißt, am besten wird denen das Examen entzogen. Wie schätzt du das ein? Das ist auch tatsächlich... Ja, das ist ein bisschen weitgehend. So, dass solche Datenschutzverstöße... Dafür brauchen wir Pflegekräfte zu sehr. Man muss halt zusehen, dass sie sich benehmen. Die landen nirgends in einem Führungszeugnis oder so. Also das ist quasi ein Bußgeld, was von der Behörde kommt. Das landet nirgends in einem Führungszeugnis. Also wenn du jetzt quasi heute 100.000 Euro Strafe bezahlen musst, weil du gestreamt hast und wurdest gekündigt, kannst du morgen mit einem sauberen Führungszeugnis beim neuen Arbeitgeber anfangen. Wir können außer § 201 StGB. Wir können also festhalten, dass den Kliniken und damit auch den Streamern massive Bußgelder drohen. Und auch wenn die Kliniken uns nicht antworten, sind sie innerhalb von 72 Stunden verpflichtet, dies der Datenschutzbehörde zu melden und sich mit den Behörden auseinanderzusetzen. Und all die Kosten, die dabei entstehen, können also auf den Streamer umgelegt werden. Leider muss man an dieser Stelle auch festhalten, dass diese Fälle in keinem Führungszeugnis landen. Das heißt, wenn die Pflegekräfte gekündigt werden, könnten sie potenziell morgen woanders anfangen und diese Streams fortführen. Und apropos Kündigung, meine Freunde, denn eine Information... Ja, aber die Leute fragen ja, was ist § 201 StGB? Das ist die Vertraulichkeit des Wortes. Poste ich gerne rein. Denn es wurde ja auch der Dialog mit dem Patienten veröffentlicht. Und das ist in meinen Augen ein Verstoß gegen § 201 StGB. Damit sind wir dann im Bereich der Staatsanwaltschaft. Aus dem Gespräch hat mich irgendwie besonders interessiert und da hören wir jetzt noch mal kurz rein. Ja gut, die Konsequenzen werden auf jeden Fall in irgendeiner Form in arbeitsrechtlicher Natur sein. Genau deshalb habe ich diesmal meine E-Mail auch an eine politische Instanz adressiert, nämlich an das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. Ja, das wird spannend. Ach, das ist die Bayern. Ja, ja gut. Diese E-Mail zeige ich euch jetzt und da können die Krankenhäuser jetzt ganz frei selbst entscheiden, ob sie mir demnächst mal antworten möchten oder mich weiter ignorieren wollen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrtes Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg, sehr geehrter Herr Professor Dr. Med. Seit einiger Zeit verfolge ich mit großer Sorge Livestreams von Mitarbeitern aus Ihrer Einrichtung, bei denen es zu massiven Datenschutzverstößen kommt. Anbei sende ich Ihnen ein Bild sowie Videoausschnitte der Mitarbeiterin, auf denen zu sehen ist, dass sie große Teile ihres Dienstes in der Röntgenabteilung auf der Social-Media-Plattform TikTok live mit Zuschauern teilt. Also da müssen die Behörden ja sofort reagieren. Ich weiß, wie der Landesdatenschutzbeauftragte in Rheinland-Pfalz reagiert hat. Damals beim Telekom-Datenskandal habe ich sehr, sehr gut mit denen zusammengearbeitet. Das war wirklich eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und die haben richtig aufgeräumt. Die haben richtig, richtig aufgeräumt. Ging es richtig rund. Ich habe scherzeshalber sogar denen vorgeschlagen, dass ich ihnen Kopie meines Firmenschlüssels gebe, da ich öfters Datenskandale aufdecke. Das haben sie abgelehnt, haben gesagt, aber sie rufen mich dann an. Ich habe gesagt, kommt jederzeit rein, ihr braucht euch nicht groß anmelden, ruft kurz an, 5 Minuten später mache ich euch die Tür auf. Weil es war einfach wirklich sehr angenehm. Man kann mit so Datenschutzbeauftragten sehr, sehr gut zusammenarbeiten, solange man sie nicht verarscht. Diese Art der Livestreams aus Gesundheitseinrichtungen habe ich in der Vergangenheit des Öfteren zur Anzeige gebracht und der zuständigen Presse weitergeleitet. Bereits der SWR berichtete über diese Fälle. In dem beigefügten Videoausschnitt ihrer Mitarbeiterin sind Informationen enthalten, die definitiv nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen wären. Mehrere hundert Menschen bekommen einen Einblick in die Krankengeschichte des Patienten, in die Abläufe der Station und Kenntnis von Patientendaten und sensiblen Informationen. Außerdem sind in einigen Sequenzen Teile der Station sowie Akten zu erkennen, die ich nach ausgiebiger Recherche ihrer Klinik zweifelsfrei zuordnen konnte. Daher bin ich bei ausbleibender Stellungnahme sowie ausbleibenden Konsequenzen für die betroffene Mitarbeiterin nicht abgeneigt, Strafanzeige zu stellen und die Unterlassung der Presse zu übergehen. Und da uns alle das besonders schockiert hat, Kinder in einem Livestream zu hören, habe ich noch Folgendes in der E-Mail gefordert. Erstens, zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen. Zweitens, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Ihrer Stadt die Eltern des betroffenen Kindes zu informieren und ihnen den Rechtsweg zu öffnen. Drittens, arbeits- sowie strafrechtlich gegen Ihre Mitarbeiterin vorzugehen. Viertens, Ihre Belegschaft zum Thema Datenschutz und Umgang mit sozialen Medien zu schulen und Folgefälle zu verhindern. Ja, und der raue Ton hatte scheinbar Erfolg, denn eine Antwort der Klinik kam unmittelbar und lautete wie folgt. Selbstverständlich sind derartige Livestreams und die damit verbundenen Problemstellungen im Blick auf die Persönlichkeitsrechte von Patientinnen und Patienten in keinem Fall zu tolerieren. Wir haben bereits alle notwendigen Schritte eingeleitet, um der Angelegenheit intensiv nachzugehen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aus verschiedenen rechtlichen Gründen zu Details des weiteren Vorgehens derzeit keine genaueren Angaben machen können. Ja, und den Rest erspare ich euch, weil am Ende sind das alles nur blöde Floskeln und man möchte mir... Ja, es antwortet natürlich die Presseabteilung oder der Kommunikationschef der Klinik antwortet natürlich. Wir haben ja, wenn er noch da ist, auch sogar ein Kommunikationschef eines großen Klinikums sogar hier im Chat.
und meiner Tätigkeit jetzt natürlich keine Einzelheiten nennen. Ja, schade eigentlich, aber da ich das Landesamt für Datenschutz mit eingeschaltet habe, wissen wir, glaube ich, alle, in welche Richtung diese Konsequenzen gehen müssten. Und jetzt mal ganz ehrlich, das geht nochmal raus an alle TikTok-Livestreamer aus dem Pflegebereich. Bislang konnten wir fast jeden dieser Livestreamer exposen. Also seid euch einfach nicht zu sicher, wenn ihr aus einer Pflegeeinrichtung livestreamt und Patientendaten auf TikTok übertragt oder Patienten nicht behandelt, weil ihr lieber livestreamt. Seid wirklich davon überzeugt, dass ich alles daran setze, auch jeden einzelnen von euch noch zu finden. Also inzwischen haben wirklich alle großen Kliniken Angst vor mir und dem Exposed-Format, denn ein Informant hat mir interne Dokumente eines der größten Klinikverbunde der ganzen Republik geschickt. Außerdem gibt es im nächsten Video weitere Fälle von TikTok-Pflegern, über die wir dringend sprechen müssen. Und abschließend nochmal der Hinweis, wenn ihr euch richtig geilen Schmuck oder auch Uhren gönnen wollt, Werbung. Dann schaut mal gerne bei Holzkern vorbei. Link ist in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Ja. Ja, gutes Video. Wirklich sehr, sehr gutes Video. Was ist eure Meinung? Wie sollten die TäterInnen bestraft werden, die Pflegerinnen und Pfleger, die so etwas machen? Direkt rauswerfen? Und wie müssen die Kliniken reagieren? Aber gut, dass er Druck aufbaut. Krass.